Doc wird präsentiert vom neuen Toyota RAV4. 4x4 und Hybrid. Die ideale Kombination für die Schweiz. Niemand in der Schweiz hat auf Sie gewartet. Niemand! Schonungslos begrüßt Heinz Gehrig die 15 Kursteilnehmer zu dieser Gastroausbildung im luzernischen Emmenbrücke. Es sind anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene. Alle leben schon seit 2 und mehr Jahren in der Schweiz, sprechen einigermaßen Deutsch. Doch sie konnten bislang keine Stelle finden, leben von der Sozialhilfe. Das will Heinz Gehrig, gelernter Koch und Erwachsenenbildner, in seinem Riesco-Kurs ändern. Und Gehrig, ein erfahrener Handwerker der Integration, macht seine Arbeit mit viel Sinn für die Wirklichkeit. Die Realität ist hart, kalt und brutal. Und die muss ich ihnen beibringen. Und das nützt einfach nichts. Wenn ich ihnen sage, versuche es einmal, das kommt dann schon irgendwie. Es geht nicht, sondern du hast keine andere Wahl. Du musst. Unterricht auch in der WC-Anlage. Was mache ich mit der Bürste? Reinigen. Die Riesco-Schüler machen ihr Hauswirtschaftspraktikum. Es ist Halbzeit im einjährigen Kurs. Doch nicht alles läuft so, wie es sollte. Sie haben das Gefühl, sie können kommen, wenn sie wollen, sie können gehen, wenn sie wollen. Ja, so geht das nicht. Bei Luzern am Vierwaldstätter See, wo die Welt besonders schön, friedlich und aufgeräumt ist. Im Hotel Hermitage hat Saba Zeray den letzten Tag ihres Hauswirtschaftspraktikums. In ihrer Heimat war die 39-jährige Frau Lehrerin. Nun ist sie in einer neuen Schweizer Arbeitswelt angekommen. Wenigstens mal für 5 Praktikumswochen. Die hübschen Boote auf diesem See dienen ausschließlich dem schönen Leben. Durch Saba Zeray erinnern sie an ihre Schiffsfahrt übers Mittelmeer. 600 Menschen drängten sich damals im überfüllten alten Kahn, aus dem sie nur diese Tasche retten konnte. Ich liebe diese Tasche, weil diese Tasche viele Sachen schauen mit mir. Viele Sachen. Viele Erinnerungen, ja. Ja, viele Sachen. Ja. Spuren einer gemeinsamen Reise, die auch tödlich hätte enden können. Andere Leute haben Kinder, große Tasche, viele Sachen, Essen, Trinken. Er macht alles schmeißen. Weil er sagte, wenn die Chef ist viel Kilo, ist nachher ist gefährlich. Das ist vielleicht tot. Alles Leute ist tot. Das Austrittsgespräch mit ihrer Chefin Barbara Traufer zeigt beidseitig eine große Zufriedenheit. Okay. Und gibt es auch etwas, das Ihnen weniger gut gefallen hat? Gibt es da etwas, was Ihnen in den Sinn kommt? Alles ist nicht negativ. Alles, keine negativ. Okay. Alles ist gut. Das ist aber gut, schön zu hören, wirklich. Super. Der Flüchtlingskurs findet seine Fortsetzung in Emmenbrücke nahe Luzern. Dort trifft sich die Klasse nach dem Praktikum in Räumlichkeiten der einstigen Textilfabrik Viskose. Wie hat mir das Praktikum gefallen auf der einen Seite? Oder überhaupt nicht gefallen? Und dann warum? Dann möchte ich von Ihnen hören, warum war das so? Die meisten waren sehr zufrieden. Viele gar zu 100%. Kursleiter Heinz Gehrig kann es kaum glauben. Jetzt wird es mir langsam unheimlich. Wieder 100%. Auch Saba Zeray hatte 5 gute Praktikumswochen. Einzig ein Erlebnis hatte sie betrübt. Aber er lebt negativ einmal.
habe Stress mit einer Frau, weil sie sagt mir, du keine Chance zu finden Arbeit, keine Chance. Ich denke, die Frau Angst nehmen ich ihre Arbeitsplatz. Frau Saba, Sie haben das super gelöst. Sie haben im Prinzip die eine Antwort schon gegeben, oder? Diese Frau hat Angst gehabt. Das ist eine Konkurrentin, weil die haben alle Angst, dass sie besser sind und wenn sie besser sind, bekommen sie die Stelle. Weil wir wollen ja nur die Besten im Arbeitsmarkt. 25%. Warum nicht 100? Also, was haben Sie negativ erlebt? Negativ? Jawohl. Ja, viel. Viel! Ali Hashemi, der 19-jährige Afghane, hatte seine Praktikumsstelle verloren, weil er mehrmals unentschuldigt nicht zur Arbeit erschienen war. Seine Erklärung für dieses Verhalten: die Betreuerin habe nur Portugiesisch gesprochen. Ich bin nicht dort gegangen zum Portugiesisch lernen. Ich bin dort gegangen zum Arbeit lernen. Ja, haben Sie es gelernt, arbeiten? Ja, sicher habe ich gelernt. Aber nicht viel. Nicht viel, aber doch etwas haben wir gelernt. Ja, sicher. Super, also. Die Rückmeldungen der Praktikumsbetriebe sehen durchzogen aus. Die Person wirkt sehr unmotiviert. Nicht erscheinen, wenn sie krank sind. Und sie telefonieren nicht. Das geht nicht. Die Person ist nicht belastbar, wird schnell müde und immer etwas tut weh. Hä? Also eben, oh, Rücken tut weh, Beine tut weh, das ist normal. Was mir dann sehr gut gefallen hat, ist, ich habe viele, viele Rückmeldungen bekommen, dass die persönliche Hygiene sehr gut war. Das hat mich wahnsinnig gut gefreut. Also, hier muss etwas passieren. Weil so geht's nicht. Das wäre eine absolute Katastrophe. 15 Personen und nur 6 Personen haben eine Stelle, alle anderen keine Chance. Ich weiß, es ist von da, wo Sie herkommen, ist die Arbeit komplett anders. Und jetzt kommen Sie in ein komisches System wie die Schweiz und jetzt müssen Sie von irgendwo auf 100%, 150% hoch, das ist nicht einfach. Das braucht Zeit. Aber man muss es schaffen. Ich möchte mit diesem Kurs eine 100%ige Erfolgsquote, weil ich bin sicher, alle von Ihnen können das. Im zürcherischen Fahrweid wird ein neues Tagungszentrum eröffnet. Hier sollen künftig Gastro-Ausbildungskurse durchgeführt werden. Als Sprecher ist Ernst Bachmann geladen, Präsident des Zürcher Wirteverbandes und Kantonsrat der Schweizerischen Volkspartei. Seine Partei, die SVP, könnte die Wirte noch in Nöte bringen. Die Masseneinwanderungsinitiative ist am 9. Februar 2014 angenommen worden und stellt natürlich auch für unsere Branche eine grosse Herausforderung. Der Anteil von ausländischen Arbeitskräften ist im Moment in etwa 50%. Das ist im Gastgewerbe immer traditionell hoch. Und Bachmann spricht über seine eigenen Erfahrungen mit Flüchtlingen. Also Sie sehen jetzt da, der Bursch rechts da vom Alten, der hat jetzt gerade am letzten Montag die Prüfung gemacht. Das ist so ein toller Bursch, das ist ein Tibetaner. Der links, das ist der Kleida, der Eritreer, der hat vor 2 Jahren die Prüfung gemacht, hat Koch gelehrt, 3 Jahre, der auch. Und der hat gesagt, Chef, kann ich nicht bei Ihnen bleiben, ich wollte etwas verdienen. Es gibt für mich mal ein Problem, dass alle bei mir bleiben wollen. Alle wollen bei Ernst Bachmann bleiben. Da hat er das gleiche Problem wie das ganze Land. Das Restaurant Muckenbühl eingangs von Zürich. Hier wirtet Ernst Bachmann, der SVP-Politiker. Das alte Haus verströmt schweizerisches Traditionsbewusstsein. Doch in der Küche hat sich die ganze Welt versammelt. Wir haben hier den Samuel. Der Samuel kommt von Eritrea. Er hat hier Koch gelernt, 3 Jahre, und ist jetzt seit 2 Jahren. Aber Samuel, ist das richtig? 2 Jahre als Koch hier.
Er hat gesagt, er will gerade beim lieben Chef bleiben. Oder? Dann haben wir den Ante. Kommen Sie schnell auf den Posten. Dann haben wir den Ante. Er ist seit 28 Jahren, oder wie lange? Ich weiß auch nicht jetzt. Wie lange sind Sie? Ja, etwa 28 Jahre bei uns. Ja. Und dann haben wir den Siva, das ist der Sohn. Das ist jetzt der Herr von Tibet, der jetzt auch gerade die Prüfung gemacht hat, sehr gut, mit einem Fünfer abgeschlossen. Ich habe den 3 Jahre nie verrückt gesehen. Das gibt es ja auch kaum. Dann haben wir hier den Siva. Siva, wie lange bist du, mein lieber Chef? 18 Jahre. 18 Jahre. Ah, oh, jetzt kommt. Und der Küchenchef, der Scott Armitage. Und das ist jetzt der Liban, der jetzt als Küchenangestellter einmal schafft für ein Jahr, wo wir Koch lehren. Und er ist jetzt in dem Kurs Riesco. Wirt Ernst Bachmann hat schon mehrere Flüchtlinge aus dem Riesco-Kurs angestellt. Wir haben Fachkräftemangel. Es wird immer gejammert und wir müssen etwas machen dafür. Und wir haben mit Lehrlingen von da, von Einheimischen, nicht immer so Glück gehabt. Und dann sind die Mitarbeiter, Küchenchefs nicht mehr so motiviert zum Ausbilden. Und mit diesen Riesco-Leuten war etwas völlig Neues. Da kommen die Leute, die wollen, die wissen, um was das geht. Wir sind auf eine Art multikulturell. Also, jeder muss im Monat mal ein Menü von seinem Heimatland bringen. Und die Gäste haben das sehr gerne. Also es bringt einfach Leben in die Bude, das gut ist. Multikulturell ist ein ungewandtes Wort bei einem SVP-Politiker. Mich interessiert Politik in dem Sinn nicht. Da. Ich bin Wirt und ich vertrete die Wirt. In der Muggenbühl-Küche wird ein erstaunliches Phänomen deutlich, wie es auch in zahlreichen anderen Schweizer Betrieben zutage tritt. Bekommen ausländische Menschen Namen und Gesichter, werden aus einst bedrohlichen Fremden gute Fremde. Ich sage nie Mensch, Ausländer, für mich sind es einfach Menschen. Und man muss manchmal halt, man muss auch etwas mal verstehen, dass die vielleicht eine andere Ethik haben, ein anderes Verständnis. Wir wollen ja immer sagen, wenn sie da drin sind, müssen sie sich völlig uns anpassen. Alles müssen wir ja nicht nehmen. An den Stammtischen seiner Partei mag ob der vielen Fremden Streit ausgebrochen sein. In der Küche des SVP-Wirtes hingegen herrscht Frieden. Und auf was muss ich bringen, damit ich eine gute Chance habe, eine solche Stelle zu bekommen? Wie kann ich mich bewerben hier bei diesem Hotel? Schauen Sie. Die Flüchtlinge lernen, sich auf dem Schweizer Arbeitsmarkt zu verkaufen, die eigenen Vorzüge zu entdecken und anzupreisen. Ali Hashemi hat in den letzten Tagen erneut gefehlt im Unterricht. Heinz Gehrig holt den Afghanen raus zu einer Aussprache. Wie wollt ihr die Kurve kriegen, wenn ihr immer so seich werdet? Im Prinzip müsste ich euch jetzt rausstellen. Wir haben gesagt, die letzte Warnung jetzt ist endgültig fertig. Und jetzt machen wir es wieder. Himmelarsch, werden wir mal erwachsen. So geht das nicht. Ich hoffe, ihr habt den Wink verstanden jetzt. Auch meine Stahlnerven sind irgendwann ist fertig. Ist gut. Also, ich gehe wieder rein. Ja? Nicht einschlafen. So wie sie mit mir reden, ich kann gar nicht gehen. Das glaube ich auch. Das glaube ich. Und wegen dem, die Übersichtlichkeit haben. Ich gebe niemandem, sogar wenn der Präsident von der Schweiz kommt, von den USA oder so, wenn jemand mit mir so redet. Glauben Sie mir. Wenn ich sogar im Gefängnis oder im Tod oder so gehe, ich kann gehen. Danke. Bitte. Dankeschön. So schnell wie möglich über die Grenze, bevor der Zaun fertig ist. Das sagen sich derzeit Tausende von Flüchtlingen, die auf der sogenannten Balkanroute unterwegs sind. Sie versuchen von Mazedonien über Serbien in die EU zu gelangen. Es sind Nachrichten, die Heinz Gehrig bedrücken. Die lösen bei mir eigentlich Angst und Unwohlsein aus, weil wir können die Masse nicht aufnehmen. Ich habe da Angst, da sind jeden Tag Tausende von
so Flüchtlinge unterwegs. Und da ist etwas, das wahrscheinlich ganz Europa muss ein Umdenken machen muss. Also wir hier allein in der Schweiz, ich könnte mir da nicht vorstellen, wohin mit diesen Leuten. Und das beschäftigt mich, ja. Sie helfen mit, einen Teil von diesen Leuten zu integrieren, wenn Sie die vielen Leute sehen, auch die hier kommen. Haben Sie das Gefühl, Sie machen ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit? Man kann es von dieser Sichtweise Sisyphus-Arbeit eigentlich anschauen, aber es ist es nicht, weil die Leute sind ja da und die bleiben da. Und darum ist es eigentlich nicht eine Sisyphus-Arbeit, sondern eine Arbeit in Zukunft, weil die Leute müssen irgendwann in den Arbeitsmarkt und für das sind eigentlich solche Projekte nachher da. Die bleiben da und das muss man sich einfach bewusst sein. Und da kann man nicht einfach nichts machen, weil das wäre dann eine Katastrophe. Heinz Gehrig ist unterwegs nach Winterthur. An der dortigen Technischen Fachschule läuft ein Riesco-Kurs, der Flüchtlinge in Gebäude- und Automobiltechnik ausbildet. Jetzt stimmt's. Ja. Okay, darf ich noch mal schauen? Ja, minimalst, aber so hätte ich gesagt, lassen wir es gelten. Hä? Ist gewesen auf Null? Das wäre es Null. Jetzt ist es auf Null? Null, ja. Andreas Schröder unterrichtet Flüchtlinge in Automobiltechnik. Für diese jungen Männer ist das eine Traumausbildung. Und auch sonst seien die Flüchtlinge in seinen Kursen motiviert, ihr Leben in den Griff zu kriegen. Weg von der Sozialhilfe. Sie sagen ihnen auch ganz klar, ich möchte mein Geld selber verdienen. Ich möchte nichts geschenkt haben. Und der Satz, finde ich, der ist mir eingefahren, dass sie Leute haben, die sagen, ich möchte nicht immer aufs Amt gehen und fragen, sondern ich möchte mein eigenes Geld verdienen. Und das ist, ich sage jetzt bei 90% von denen, die bei uns, wo ich jetzt gerade 95% immer so war. Heinz Gehrig und Andreas Schröder besprechen die Rückmeldungen der Praktikumsbetriebe. Aber er hat gesagt, er war mit dem Husseini so zufrieden, gewesen, ja, dass er sich auf jeden Fall bewerben soll. Das ist ja von ihm aus gekommen, nicht von mir. Ja. Also er sagt zu mir, der Husseini muss sich wenn ich jetzt zurückschaue, jedes Mal, wo der Daumen ja oben ist, ist gut. Jetzt muss man mal schauen, oder? Also, das sind ja affengeile Ergebnisse, oder? Allerdings sind da auch immer wieder kulturelle Hürden zu überwinden. Die Sache habe ich ja noch diskutiert. Weißt du, was ihnen nicht gefallen hat, ja, zu putzen und reinigen, oder? Und habe ich mit ihnen diskutiert, als Auto so gelacht. Ja, das Reinigen haben sie gesagt, ja, ich werde noch putzen, solange das ihr lebt, das gehört dazu. Ja, ja, aber das ist genau wieder die kulturelle Probleme, die wir haben, oder? Weil sie es nicht gewöhnt sind. Teilweise auch, weißt du? Für sie ist das eben keine Arbeit, oder? Ja. Ja, das machen sie daheim nicht. Ja. Oder? Ich sage jetzt ganz böse, der eine gibt dann als Antwort, das machen bei uns nur die Frauen. Oder? Ja, das ist so. Und ich habe dann eben gesagt, kann bei uns machen, dass die Männer die Arbeiten. Die Riesco-Kurse in Gebäude- und Automobiltechnik und auch jene in Gastronomie sind erfolgreiche, aber teure Kurse. Wohl wegen der hohen Kosten werden sie nur in zwei Kantonen, Luzern und Zürich, angeboten. Wir haben aber einfach keine Schnellbleiche machen. Wir könnten vielleicht auch in 14 Tagen irgendetwas machen. Wir können in 14 Tagen einem Lehrer einen Reifen zu wechseln an einem Auto. Aber das wollen wir eigentlich nicht, weil das führt dazu, dass am Schluss wieder auf dem Arbeitsmarkt sind sie zwar schnell neu mit, aber wahrscheinlich auch schnell wieder neu mit draussen. Und ich habe gesagt, wir machen nur mit, wenn wir wirklich eine qualitativ gute Ausbildung machen können. Und das kostet Geld, das ist ganz klar. Okay. Sie möchten sie gerne. Okay. Immer wieder schaffen es Absolventen des Riesco-Kurses, die Ausbildung mit einer Lehre fortzusetzen. Und wenn das auch gut ist, dann kann ich da Kontakt aufnehmen. Für Sie wäre es auch gut, wenn Sie da die Lehre machen könnten. Ja, das ist ja für mich auch sehr gut. Ja. Haben Sie Freude? Ja. Also gut, machen wir so. Ja. Also tipptopp. Sie hören dann wieder von mir. Okay. Der Handschlag, auch so ein Brauch, der in anderen Weltgegenden unüblich ist und den Heinz Gehrig in seinen Kursen zum Thema machen muss. Wenn die Leute auf Baustellen gehen und dort nicht im Stand sind, an diesen Leuten die Hand zu geben, ist das ganze Praktikum gelaufen. Und speziell in dieser Klasse, ich behaupte, wir haben über einen Monat gehabt.
bis das wirklich einfach von innen aus gekommen ist, als wenn man kommt und man sich sieht, dass man aneinander die Hand geht und aneinander anschaut. Und das ist A und O. Es sind diese heißen Augusttage, die Temperaturen über 30 Grad bringen. Die halbe Schweiz ist in den Ferien. Doch Ferien gibt es für die Flüchtlingsklasse keine. Es ist die vierte Woche der Küchenausbildung bei Kochlehrerin Martina Brändli. Eine Mais-Grießsuppe soll es heute geben. Danach Saltimbocca mit Risotto und eine Creme Charlotte Royale. Wir haben am Freitag Reis gebracht. Ist das der gleiche wie am Freitag? Nein, nicht Reis. Das ist Reis für Risotto. Saltimbocca alla Romana. Wir passen das etwas an, weil ihr hier Rohschinken braucht. Das ist Schweinefleisch. Und das lassen wir weg. Nicht nur die Muslime in der Klasse, sondern auch die orthodoxen Christen aus Eritrea essen kein Schweinefleisch. Untersagt ist in diesen Kulturen überdies der Alkohol. Deshalb muss die Kochlehrerin die Rezepte immer etwas anpassen. Und so gibt die Creme Charlotte Royale halt ohne Kirsch. Für Ali Hashemi, den 19-jährigen Afghanen, muss nicht mehr aufgetischt werden. Nachdem er erneut unentschuldigt im Unterricht ferngeblieben war, musste er den Kurs verlassen. Ali Hashemi hat eine große Chance vertan. Auf dem Sportplatz in Willisau, wo er früher Fußball spielte, ringt er um eine Erklärung. Das war mein Fehler, dass ich nicht mitgemacht habe. Ich habe Chancen bekommen. Ich bedanke mich für Herr Gehrig, dass er mir sozusagen so viele Chancen gegeben hat. Aber ich habe es sozusagen trotzdem nicht gesehen. Ich habe einfach das gemacht, was ich im Kopf hatte. Die Schweiz ist das einzige beste Land, wo man Ausbildung oder so machen kann. Aber Sie müssen es packen. Ich bin dran. Das Hotel Waldstätter Hof in Luzern. Seit Jahren schon können Flüchtlinge aus dem Riesco-Kurs hier die Realität kennenlernen. Es ist die zweite Woche des Küchenpraktikums für den Eritreer Berekat Esfai und den Afghanen Isa Velayati. Übung macht den Meister. Schön. Die beiden haben in diesem Hotel bereits das Hauswirtschaftspraktikum gemacht. Man kennt sie hier. Und man mag sie, die beiden ruhigen, arbeitsamen Männer. Isa Velayati ist glücklich, dass er hier arbeiten darf. Doch da ist immer auch eine tiefe Melancholie. Ich fühle traurig, weil ich vermisse mein Land. Weil dort ich kenne die Sprache von Leuten. Ich kann sprechen besser mit Leuten. Aber hier ich kann nicht sprechen gut Deutsch oder ich kenne nicht gut die Sprache. Deswegen ich kann nicht Kontakt machen mit Leuten. Aber das für mich ein bisschen, deswegen ich bin traurig. Mein Land ist besser für mich. Muss ich in mein Land sein, aber leider in mein Land ist immer Krieg, immer Krieg. Die Taliban hat meine Mutter und Vater beide getötet. Getötet, ja. Mit Gun, Kalash. Kalaschnikow. Weil dort, ich war ganz klein, 3 Jahre alt war. Grausam ist die Lebensgeschichte von Isa Velayati. Doch seine Liebenswürdigkeit ließ er sich nicht nehmen. Er ist also ein sehr lieber Mensch. Wir alle haben das hier gemerkt. Wir alle in der Küche, im Service, alle sagen das. Und dann, kurz vor Mittag, bricht wie jeden Tag die große Hektik aus in der Küche. Ein kleiner Fischteller für Dr. Koch. Mit Salzkartoffeln, Peperoni und Zagetti. Neuer Kostüm.
Am Urnersee bei Flüelen, fast in Sichtweite zum Rütli, wo, wie man sagt, die Schweiz ihren Anfang nahm. Einmal im Monat spielt Heinz Gehrig beim Schloss Rudenz mit einigen Freunden Beton. Ich tue den jetzt weg schnell und dann ist die Sache geklärt. Nein! Der ist dein! Nicht alle Stammbäume dieser Männer reichen bis zum Rütli zurück. Einige Vorfahren kamen als italienische Gastarbeiter zum Tunnel- und Autobahnbau ins Land am Gotthard. Geblieben sind die italienischen Namen. Doch der Rest ist längst urnerisch geworden. Alles wie ein Schlauch, Muskeln um den Bauch, Ohr an den Zähnen, ein Laden, der rasch geschabt wie ein Fladen, putzt und strahlt, die Hanne gemeldet. Bis. Klar, die Einwanderung, die neuen Fremden sind auch hier ein brennendes Thema. Heinz Gehrig, der in jungen Jahren auf allen Kontinenten gekocht hat, berichtet über ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte einen schweren Töpfunfall in Afrika. Und ich weiss eigentlich nur noch den Unfall und dann weiss ich nichts mehr. Und dann haben mich dort so eine Hutu-Familie im Bus geschossen, haben mich dann wieder zusammengeflickt. Und ich weiss nicht, wie viele Monate ich dort war. Aber dort hat keiner irgendwie gefragt, wer ist das oder wo kommt der her, sondern die haben einfach gehandelt. Und das sind so Beispiele, die wahrscheinlich mich auch dazu bewogen haben, für das ein bisschen einzusetzen. Ich kann noch ein paar andere Beispiele, wo man sagen, die Leute, sorry, die muss man wieder heimschicken, Zürich 50 Express, weil die verdienen es nicht. Weil die Gastfreundschaft, die musst du verdienen. Dass so viele fremde Menschen in die Schweiz kommen, beschäftigt die Urner Männer. Heinz Gehrig erzählt von seiner Arbeit. Also in den ersten Gesprächen frage ich immer, wieso die Schweiz? Wieso nicht England, Frankreich, Dänemark, wieso die Schweiz? Und da hat mir einen Teilnehmer gesagt, er habe eine Werbung im Internet. Und zwar die Sheba-Werbung, wo ein Butler kommt mit dem Katzenfutter und der goldigen Glosche drauf, mit dem Peterli. Und da hat er sich gesagt, wenn die so gut zu den Tieren schauen, stell dir vor, wie die zu den Menschen schauen. Und das war der Ausschlag. Vergiss ich nie mehr. Ja, die Begehrlichkeiten, die man schafft, natürlich. Ja. Also ich finde, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist super, der Job, den er macht. Und es ist ja gut, dass man ihn integriert. Aber man kann ihn nicht sehr aufnehmen und integrieren. Das geht nicht. Und die Attraktivität kann natürlich auch steigen durch das. Und heute, jeder hat das Handy von denen, das bessere als ich. Kann ich meins. Und er sagt, du musst kommen, hier kannst du Geld verdienen. Wo fährst du an, wo hörst du auf? Also ich habe das Gefühl, der hat wie immer die Lesung. Ja. Aber der Ansatz von Heinz ist natürlich richtig. Du musst Leute integrieren, sonst geht es gar nicht. Es muss uns, ob uns das passt oder nicht, wir müssen sie versuchen integrieren. Man muss ihnen einen Job geben, man muss ihnen vernünftige Bütze geben. Wenn man es zahlt, spielt grundsätzlich keine Rolle. Aber man muss sie integrieren. Man zahlt es gleich, ja. Und sonst geht gar nicht. Oder sonst sind das noch Gitter, das geht von denen. Und die haben Probleme über wie anderen Orten. Frankreich, andere Orten, wo sie Themen abschotten an einem Ort. Etwas außerhalb von Luzern, das Hotel Hermitage. Letzter Tag des Küchenpraktikums von Tashi Tashizang. Der Anfang war hart. Todmüde war der junge Tibeter jeweils abends. Bleischwer die Knochen. Doch er hat's durchgestanden. Der Küchenchef ist sehr zufrieden. Zu mühsam oder zu schmutzig. Ich bin begeistert von Ihnen, muss ich sagen. Was mir an Ihnen sehr gefällt, ist, Sie sind sehr aufnahmefähig. Also man kann Ihnen etwas erklären und zeigen, vormachen. Und dann setzen Sie das sehr, sehr spielerisch und leicht um. Haben Sie wirklich toll gemacht. Sie sind immer mit Elan dran geblieben. Und vor allem, was mir sehr gefällt an Ihnen, auch immer mit einem Lächeln und immer sehr motiviert. Ich bin das erste Mal, dass ich also in der Küche zu arbeiten. Und ich habe so viele von mir Erfahrungen und so viele gelernt. Das bin ich sehr zufrieden. Anfang November.
Nach dem Praktikum findet der Riesco-Kurs seine Fortsetzung wieder in Emmenbrücke. Nagelfeile, schön feilen. Die Damen sowieso. Ja, das sieht gut aus. Schon viel, viel, viel besser. Da noch ein bisschen dran arbeiten. Überall gleich kurz, sagen wir dann. Oh, herrlich, ja? Sind Sie zufrieden? Ich habe sie gemacht. Haben Sie gemacht, selber? Es ist der fünfwöchige Servicekurs. Eine wahre Herausforderung für die Flüchtlinge. Nicht nur, was das richtige Platzieren der Fliege anbelangt. Täglich rasieren. Wenn Sie mit Zimmerstunde arbeiten, Sie kommen am Abend noch einmal an die Arbeit, dann rasieren sich die Männer zweimal und zweimal duschen. Ja. Roger Leuthold leitet den Servicekurs. Seit seinem dritten Lebensjahr sei er der Gastronomie verfallen, sagt der Kursleiter. Das Servieren sei der beste Beruf der Welt. Und das will er seinen Schülern mit allen Mitteln verdeutlichen. Jetzt komme ich zum Gast und frage, sind Sie bedient, darf ich abräumen? Sind Sie bedient, darf ich abräumen? Jetzt nehme ich diesen Teller wieder mit der rechten Hand. Nicht mit der linken, oder? Ja. Nicht mit der linken. Wieder mit der rechten Hand auf und übergebe ihn wieder der linken Hand. Es ist ein reines Ping und Pong hin und her. Für die Menschen aus Afrika und Asien bedeutet all das wirklich eine neue Welt. Wir haben nur einen Teller für alles, für Salat, für Essen. Aber hier in der Schweiz wir haben verschiedene Teller, verschiedene Gläser, verschiedene Gabeln und Messer. Und dann geht Roger Leutholz hohe Serviceschule tatsächlich in die Höhe. Und wir laufen jetzt miteinander in den sechsten Stock. Erster Stock. Der Tibeter Tashi Tashi Tsang ist um diese zirzensische Nummer herumgekommen. Er hat den Kurs vor einigen Tagen verlassen. Vierter Stock. Sechster Stock. Der Abgang des 19-Jährigen ist eine Erfolgsmeldung. Tashi hat selbst eine Stelle gesucht und diese im Luzerner Restaurant Tibitz bekommen. Wer eine Anstellung findet, darf den Riesco-Kurs jederzeit verlassen. Aus dem einstigen tibetischen Bauernjungen ist ein adretter Kellner geworden. Die Getränke, Name und ja, also die sind ein bisschen also schwierig gefunden für mich sonst hier. Und also ein bisschen mit dem Gast zu reden, ja, habe ich ein bisschen schwierig gefunden. Tashi Tashi Tsang hat es dank der Gastro-Ausbildung geschafft. Bei dem Vorstellungsgespräch habe ich natürlich gefragt, wie sieht es mit dem Kurs? Und die Antwort war klar, wenn ich einen Job finde, kann ich kurz abbrechen. Und da wir jemanden mit Gastro-Erfahrung gesucht haben, das hat sich gut kombiniert. Ja. Tashi hat sein Ziel erreicht. Doch es bleibt der größte Wunsch, dass er bald in Kontakt treten kann mit seinen Eltern, die unter chinesischer Besatzung in der tibetischen Heimat leben. Seit 4 Jahren hat der 19-Jährige nichts mehr von ihnen gehört. Es ist die 2. Woche im Servicekurs und die Kursleiter müssen notfallmäßig anreisen. Die Klasse ist in Aufruhr, ist verzweifelt. Die Flüchtlinge fühlen sich überfordert vom Unterricht. Zu viele Fachausdrücke, davon die meisten in unverständlichem Französisch. Was bedeutet das? Diese, nur eine Woche, zwei, für mich ein Jahr, denken ein Jahr, aber ganz stress geben, Ich im Service ist alle nicht verstehen, 2 Wochen im Service und alles nicht gut verstehen, die Probleme ist nicht verstehen. Abend gehen, Hause, Abend gehen, Hause, lesen, was lesen, nicht gut klären. Sie haben es in einem Jahr, was haben Sie alles gelernt? Werte und Normen, Stärken, Schwächen. Sie haben gelernt, Teile, Hauswirtschaft, Küche. Überall hat es Fachwörter. Jetzt kommen neue Fachwörter dazu. Sie dürfen nicht denken, dass Sie jetzt alles sofort sich merken können. Wir wollen nicht, dass Sie uns 10 Weißweine aufzählen können. Wenn Sie mir 2 sagen können, bin ich happy.
Mehr brauche ich nicht. Sie müssen mir auch nicht sämtliche Trauben erklären können. Auch das brauchen wir nicht. Aber Sie müssen wissen, dass es einen weißen Wein gibt, einen roten und einen Rosé. Heinz Gehrig ist gefordert. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Ende des Schuljahrs. Und er muss die verunsicherte Klasse wieder ins Boot holen. Ich habe jetzt eine Lösung. Immer wenn Sie die Situation haben, dass Sie etwas nicht verstehen, machen Sie so und dann weiß Herr Leuthold, halt, stopp. Und dann wird er von nun an fragen, was verstehen Sie nicht? Berekat Tesfay, ein besonders pflichtbewusster und ehrgeiziger Schüler, hatte den Serviceunterricht sogar weinend verlassen. Also nicht davonlaufen, weil wenn Sie das am Arbeitsplatz machen, das würde niemand verstehen. Immer Abend, ganz heiß meine Kopf, ganz rot, Augen rot, ganz nicht. Ja, also, ich spüre, dass Sie ein bisschen Zeit für sich brauchen. Gehen Sie heute nach Hause und morgen kommen Sie ganz normal. Oh, ja. Ist gut, dann können Sie ein bisschen runterfahren. Okay, ja. Also. Und dann in einer Woche schaue ich wieder vorbei und dann werden wir Sie fragen. Oh. Ja? Oh. Ich glaube, so haben wir eine Lösung. Ja? Oh. Gut. Das Schuljahr ist fast schon überstanden, da werden die Flüchtlinge noch aufs Glatteis geführt. Und wenn Sie umfallen, kein Problem, es ist wie im richtigen Leben, stehen Sie wieder auf und machen Sie weiter. Diese Männer und Frauen haben schon Gewaltsmärsche durch den Himalaya, den Irrsinn der Taliban und traumatische Bootspassagen auf dem Mittelmeer überlebt. Da werden sie auch noch das Luzerner Glatteis überstehen. Irgendwie. Immer wieder aufstehen, wie im richtigen Leben. Das haben sie alle schon gemacht. Sonst wären sie nicht hier. Als wäre es nicht schon genug gewesen mit dem Glatteis, lädt Heinz Gehrig die Klasse am Mittag zu einem Fondue-Essen. Also Familie, Sie nehmen ein Stück Brot an die Gabel und dann machen Sie wie eine Acht. Dann drehen, rein in den Mund, nächste Brot, wieder rein. Zum Beispiel jetzt muss ich gerne nicht. Heinz Gehrig lässt sich nichts anmerken. Doch eigentlich ist ihm nicht nach Fondue-Fröhlichkeit zumute. Vor einigen Tagen hat er erfahren, dass der Kanton Luzern nächstes Jahr auf die Weiterführung der Riesco-Kurse verzichten will. Nach 8 Jahren. Reservieren für Sie einen Platz. Ja, ich komme. Der Riesco-Kurs. Vor 9 Jahren initiiert vom damaligen Justizminister Blocher. Gewürdigt von der heutigen Justizministerin Sommaruga. Es ist ein schweizerisches Pionierprojekt in der beruflichen Integration von Flüchtlingen, dem auch der Luzerner Asylkoordinator Rudi Farni eigentlich gute Noten ausstellt. Ein außerordentliches, erfreuliches Angebot, mit dem wir immer gerne zusammengearbeitet haben. Erfreulich auch, dass nicht nur die Asylsuchenden ihre Fähigkeiten haben können weiterentwickeln konnten. Erfreulich auch, dass wir rund 70-80% von diesen Personen jeweils in erste Arbeitsmärkte können vermitteln können. Und doch hat der Kanton Luzern diesen Integrationskurs nun sistiert. Was uns sehr gestört hat, dass das Angebot, aber auch andere, eigentlich nur zum Ziel hat, dass man sie nachher als Küchenbursten können vermitteln, sprich eine Hilfstätigkeit. Wir ihnen ein bisschen weit aufzwingen tun. Das ist natürlich klar, dass wenn man nicht über eine Grundbildung dort verfügen als Person, fällt man immer unten an aus Hilfskraft. Aber da sind viel mehr Möglichkeiten sind dahinter. Der neue Weg soll sein, dass wir auch Angebote schaffen wollen, wo Asylsuchende nachher die Möglichkeit haben, einen Lehrabschluss zu machen.
Die 15 Leute, die wir jetzt hier begleitet haben im Riesco-Kurs, hätten die überhaupt eine Lehre machen können? Mit dem Stand, den sie mitgebracht haben, keine Chance. Da hat niemand in einen Lehrvertrag unterbreitet. Da reicht sprachlich nicht. Die Integration hat noch nicht stattgefunden. Sie sind noch nicht so weit, dass sie die Arbeitsmarktfähigkeit überhaupt erlangt haben. Und mit null Rucksack in Bezug vom Beruf haben sie keine Chance. Die Riesco-Kurse werden von Hotel- und Gastroformation angeboten, der Ausbildungsorganisation der Schweizer Gastrobranche Invekis. Hier ist Heinz Gehrig für die Basisausbildung in der ganzen Schweiz zuständig. Die Arbeit wird ihm also nicht ausgehen. Und doch, Gehrig ist ob dem Luzerner Entscheid konsterniert. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich weiss, die Resultate sind gut, die Ergebnisse sind gut, es funktioniert. Und das sehen wir auch durch die Nachfragen in den anderen Kantonen. Es hat mich persönlich sehr getroffen. Der Kanton Luzern möchte künftig günstigere Kurse. Denn die aufwendige Riesco-Ausbildung ist teuer. Rund 26.000 Franken bezahlt der Kanton pro Kursteilnehmer. Allerdings, das ist etwa so viel, wie ein stellenloser Flüchtling jährlich an Sozialhilfe kostet. Man könnte also auch zum Schluss kommen, dass diese Kurskosten sehr gut investiert sind. Guten Morgen, Familie. Nervös? Nervös? Das soll so sein. Die Prüfung ist nicht einfach. Wir wollen viel wissen. Wir wollen mehr wissen, als es manchmal vielleicht nötig ist, aber je mehr dass sie wissen, umso besser wird es ihnen nachher gehen. Die Schüler sind angespannt. In 2 Tagen ist das Schuljahr zu Ende. Heute sind die Abschlussprüfungen in den Fächern Kochen und Service. In der Küche im Untergeschoss macht sich die eine Hälfte der Klasse für die Kochprüfung bereit. Zubereitung, alles klar? Ja, alles klar, ja. Ich habe auch schon mal die Töpfe hingestellt. Suppe nach Bauernart. Dies einer der Gänge des Prüfungsmenüs. Ein 4-Gang-Menü soll schließlich werden. Zum Abschluss eine französische Creme. Wir beginnen mit dem Erscheinungsbild. Die Fliege ist gut, Hose, die Socken. Schauen wir uns noch ganz schnell an. Yeah. Ja, das ist prima. Also das dunkle Bild und oben ist das helle weiße Bild. Yeah. Unterbrochen quasi oder aufgehellt mit der Fliege. Dann die Fingernägel. Yeah. Die sehen gut kurz aus. Jawohl. Das ist ein Glas für Kaffee fertig. Kaffee fertig, genau. Und dieses Glas heisst? Whisky-Glas oder Tumbler? Whisky-Tumbler. Das ist ein Tier, das tut am Boden. Das ist Schnecken. Genau. Wie heißt diese Gabel? Das ist Schneckengabel. Schneckengabel. Mit dieser Gabel nehmen wir dann aus dem Häuschen. Ja, genau. Ist Geschmackssache. Das ist genug, oder? Ja. Moses Kigozi aus Uganda muss den Küchenchef spielen. Der Journalist und Menschenrechtsaktivist, der vor der Gewalt gegen Homosexuelle in seiner Heimat floh, hat schon Pläne für die Zeit nach dem Kurs. Er möchte an der Luzerner Hochschule einen englischsprachigen Tourismuslehrgang beginnen. Diese Gastroausbildung soll ihm helfen, Leben und Studium zu finanzieren. Sie haben hier jetzt ein Weißweinglas eingedeckt und ein Wasserglas, ganz genau. Also die Besteckteile sind komplett. Servietten haben sie schön gefaltet. Auf 4 Arten gefaltet. Und all die Bestecke, all die vielen Gläser. Isabel Ayati, der Flüchtling aus Afghanistan, hat die Anfänge der Schweizer Servicekunst gemeistert. Kommt er zu Ihnen ins Restaurant. Und das wäre wirklich schön, wenn wir Sie in der Schweiz in einem Restaurant mal antreffen könnten, ja, als Servicemitarbeiter. Ja, ich hoffe das. Herr Luther, ich probiere etwas jetzt einen Job zu finden im Service oder im Kochen oder im Hausgeschäft. Das ist mein
dass mein Wunsch ist. Gratuliere Ihnen für Ihre Prüfung. Danke vielmals, Herr Leutel. Gern geschehen. Eine Prüfungsarbeit zum Verspeisen. Dargereicht von Damen aus Eritrea nach allen Regeln der Gastronomie. Es ist der Tag vor Heiligabend. Und es verspricht, ein wunderbarer Tag zu werden. Heinz Gehrig bereitet seinen letzten Auftritt vor. Heute findet die Schlussfeier statt. Ich konnte noch die Noten anschauen und die Absenzen noch einmal jetzt von dem ganzen Jahr. Und muss ich sagen, es war eine sackstarke Klasse, obwohl ich viel geschumpft habe mit ihnen. Aber wenn ich jetzt eigentlich anschaue, muss ich sagen, sehr, sehr gute Resultate. Als Gäste geladen sind Betreuerinnen und Bekannte sowie Vertreter der Gastrobranche. Ich begrüße Sie an der diesjährigen Abschlussfeier vom Riesco-Lehrgang 2015 in Emmenbrücke. Ich weiß, dass Sie in diesem Land einen großen Spagat machen müssen. Mit einem Fuß sind Sie in Ihrer Heimat und mit dem anderen sind Sie hier. Ich weiß nicht, ob ich es genauso gut hingekriegt hätte wie Sie, wenn ich an Ihrer Stelle wäre. Dieser Kuss hilft mir, auf meinem Weg zur Selbstständigkeit und macht mich unabhängig von der Sozialhilfe. Und ich auch sehr fröhlich, dass Herr Gehrig, er ist unser sehr freundlicher Chef, oder er hat uns geholfen so viel und ich bin sehr fröhlich für diese. Das war super für mich. Und ich wünsche von Ihnen heute einen schönen Tag. Danke vielmals. Nach den letzten Rückmeldungen von den Praktikums bin ich eigentlich überzeugt, da würde ich heute unterschreiben, dass jeder von Ihnen eine Stelle finden wird. Da bin ich 100% überzeugt. Die waren so, so gut. Frau Sabazerei. Dafür haben sie ein Jahr lang gekämpft und manchmal auch gelitten. Das Riesco-Zertifikat, das ihnen nun zu einem neuen Leben verhelfen soll. Alles, alles Gute. Danke. So viel Motivation und so viel Engagement wie von ihm habe ich noch nie gesehen. Heute kochen und servieren die Lehrerinnen und Lehrer. Alles Gute. Danke schön. Schöne Weihnachten und ein neues Jahr. Blumen mitnehmen. Danke schön. Alles Gute. Schöne Weihnachten. Gutes neues Jahr. Blumen mitnehmen. Gut. Danke. Gefühlslage. Ja. Man schaut an den Tisch an. Sind alle gegangen. Es ist natürlich immer ein Loslassen. Ja, nach einer langen, harten Zeit miteinander. Und das ist, glaube ich, auf beiden Seiten. Das hat man auch gespürt. Auch die Teilnehmenden. Auf der einen Seite jetzt eine riesige Freude. Jetzt können sie sich einfach bewerben. Und auf der anderen Seite, ja, jetzt am Montag nicht mehr kommen. Oder morgen nicht mehr kommen. Ja, es ist eine Ablösung. Ja. Thank you.
Stock. Mit dem neuen Toyota RAV4. 4x4 und Hybrid. Die ideale Kombination für die Schweiz.